Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute habe ich den Auftrag bekommen von der geistigen Welt, euch zu unterstützen für das neue Jahr. Denn es ist wichtig, dass wir so heil wie möglich in das neue Jahr hineingehen. Und dafür werden wir eine Auflösung von alten Versprechungen und Gelübden machen. Ganz wichtig, dass diese Felder frei sind, denn so kann man auch erst was Neues eingehen. Und manchmal sind ja diese Dinge, sage ich, diese alten Strukturen, die einen so festhalten an alten Versprechungen zum Beispiel, und man kommt da überhaupt nicht weiter. Und es ist jetzt in dieser Zeit, wir befinden uns auch mitten in den Rauhnächten, da ist es besonders wichtig, alte Dinge aufzulösen, um Neues, Schönes einzuladen in unser Leben. Und dafür bekommen wir anschließend ein hochenergetisches, heilendes Channeling. Und ich bin froh, dass du heute dabei bist. Das neue Jahr erwartet uns ja mit vielen, vielen Überraschungen, sage ich einfach mal so. Die ganze Lage, die politische Lage, alles wird sich ein bisschen umstrukturieren und ändern. Und du für dich solltest da einfach deinen Weg darin finden, wie du am besten da durchkommst, was für dich wichtig ist, dass du diesen Weg auch gehst und dass du dich nicht so sehr beeinflussen lässt von anderen Dingen, die dir irgendwas anderes erzählen möchten. Und das heutige Video ist auch deswegen wichtig, dass du dich nicht mehr verpflichtet fühlst, an alten Dingen festzuhalten, die du einfach mal so gesagt hast, die du mal für dich festgelegt hast. Denn es ist ja so, dass wir in unserem Verstand Dinge festlegen und denken dann, es muss so sein. Das geschieht unbewusst, und an diesen Dingen festzuhalten ist manchmal nicht richtig. Und so ist es wichtig, jetzt gerade am Jahresbeginn da in eine gedankliche Freiheit zu kommen, in die Möglichkeit, neue Perspektiven zu erkennen und sich denen auch hinzugeben. Ich habe euch so ein schönes Hintergrundbild gemacht, wo wir in der Grenzenlosigkeit des Universums uns befinden. Ich dachte, das wäre so ein bisschen, könnte das versinnbildlichen, dass wir vielleicht dadurch erkennen, dass alles grenzenlos ist, dass wir grenzenlose Möglichkeiten haben und uns aber selbst mit unserem Verstand und Geist immer wieder beschränken. Und dazu gehören auch einfach Versprechungen, Gelübde, oder es gehört auch dazu, dass du mal dir über etwas eine Meinung gebildet hast und daran festhältst, obwohl die schon lange nicht mehr tragbar ist, obwohl die gar nicht mehr in die jetzige Zeit passt. Und es ist so wichtig, dass man also flexibel ist, gerade jetzt über die Einstrahlung des Luftelementes, was ja die nächsten 200 Jahre für uns wichtig ist. Und da ist alles beweglich, da ist es wichtig, dass man also einen freien Geist hat und sich dadurch leichter an neue Dinge gewöhnen kann oder auch sogar neue Dinge selbst, neue Visionen entstehen und die man da verwirklichen kann. Und deswegen bin ich heute für euch da. Es ist für jeden Einzelnen wichtig, total wichtig, seine Stellung im Leben zu finden, im neuen Zeitalter zu finden, damit jeder sich richtig gut entwickeln kann, sich anpassen kann und dann da vom Motto der Zeit, also von der Luft, tragen zu lassen, von diesem tollen Element der Luft, weil dieses Element trägt uns tatsächlich von einer Vision zur anderen. Dieses Element beeinflusst uns positiv, wenn wir uns dem hingeben. Wenn wir uns allerdings dagegen sperren oder sogar unbewusst an alten Dingen festhalten, werden wir große Probleme dadurch bekommen. Und das muss ja jetzt gar nicht sein, denn es ist unnötig und schränkt uns ein. Und dieser Hintergrund zeigt dir jetzt, wie weit das Universum ist, und genauso weit und grenzenlos ist deine Möglichkeit, dein Leben in die richtigen Bahnen zu lenken. Und die Gefahr, die da
besteht jetzt in dem kommenden Zeitalter, ist einfach, dass alles zerbricht, wenn du an alten Dingen festhältst. Und das möchte ich jetzt also mit dir bearbeiten, dass es dir leichter fällt, dich für alles Neue zu öffnen, was für dich gut ist. Ja, also es ist jetzt nicht, das sollst dich jetzt nicht bedenkenlos allem zuwenden und sagen, oh yeah, das ist es, sondern du sollst für dich hier in deinem Herzen prüfen, was ist für mich gut, was fühlt sich gut an, und dem kannst du dich dann öffnen. Das heißt, du stellst dir auch die Frage, was ist für mich gut, was hindert mich daran, warum sollte ich es tun, was für eine Heilung bringt es, wie komme ich dadurch weiter. So diese Fragen solltest du dir tatsächlich immer wieder stellen und dann deine eigene Wahrheit überprüfen. Wo stehst du? Wo stoppst du bei diesen W-Fragen? Wo blockiert es da noch? Und dann solltest du das überdenken und nochmal neu dich ausrichten. Das ist die richtige oder die einfache Art, mit dem Neuen umzugehen. Das neue Jahr hat ja alle möglichen Aspekte für uns bereit, und je nachdem, wie wir uns in diesem neuen Jahr geben, was wir denken, und das ist jetzt die Kraft des Kollektivs, alles, was wir denken, bekommt eine Form und wird sich dann manifestieren. Das heißt also, wir haben die Kraft in uns, alles so zu gestalten, dass es gut wird, dass die Erde aufsteigen kann, dass die Menschen erwachen können, dass diese neue Erde entsteht mit Kraft deiner Liebe und mit deinem Licht. Ja, und jetzt würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Wo habe ich denn meine Essenzen? Ich nehme mal so die 999 und richte mich aus. Richte mich so aus, dass die Energie der Liebe durch mich fließt. Und ich richte mich so aus, dass die Energie des Schutzes uns alle umhüllt und wir die Botschaften der geistigen Welt, die heilenden Energien in einem geschützten Raum erhalten dürfen. So mach es dir gemütlich und lausche den Worten, welche jetzt gleich zu dir fließen werden. Beachte, dass jedes Wort schon eine bestimmte Energie trägt, welche dich in deiner Seele da berühren wird, wo es für dich wichtig ist und wo Heilung geschehen darf und kann. Ich zentriere mich, richte meinen Kanal aus und ich bitte um reine, klare Botschaften der Heilung für alle Menschen, welche heute hier und in Zukunft hier anwesend sein werden. Geliebtes Menschenkind, die geistige Welt lächelt dich an. Die geistige Welt nimmt dich jetzt in ihre Arme, um dir zu zeigen, wie sehr du geliebt wirst. Um dir zu zeigen, dass du niemals alleine bist, auch wenn du es manchmal meinst. Und so senden wir dir unsere Liebe aus den göttlichen Feldern von Smarana, hüllen dich ein, richten dich aus, sodass du jetzt in deine Mitte kommst. Atme dazu das Licht der Liebe ein und dehne dich mit diesem Licht von Smarana aus. Ich rufe nun
deine persönlichen Seelenengel. Ich rufe für jeden Einzelnen, welcher heute hier ist, die persönlichen Seelenengel. Und gleich in diesem Moment sind sie auch bei dir. Sie sind bei dir, stellen sich im Kreis um dich herum. Und sie sagen dir mit ihren Augen, dass sie dich ebenfalls so sehr lieben. Lasse dich tragen von dieser wundervollen Energie und öffne dein Herz, soweit du jetzt kannst. Die Seelenengel begleiten dich schon seit dem ersten Moment der Entstehung deines Lichtes und sie kennen all dein Leben, alles, was du tatest, was du noch tun wirst und all deine Fähigkeiten. Sie wissen um dein großes Licht. Und so werden sie dir nun helfen, Versprechungen oder Gelübde, alles, was du einstmals in einer guten Absicht gesagt hattest, was aber jetzt in dieser Zeit überhaupt nicht mehr gültig ist, all diese Versprechungen werden nun in die Energie des Loslassens gebracht. Die Energie strömt ein, umhüllt dich, umhüllt deine Aura, deinen Energiekörper und die Engel deiner Seele. Sie senden dir die Energie des Loslassens. So sage du nun mit deiner inneren Stimme: Ich lasse los von jeder Versprechung, von jedem Gelübde, welches ich einmal getan habe, gemacht habe, welches aber jetzt nicht mehr gültig ist, welches mich in dieser aktuellen Zeit hindert, voranzukommen, in jeder Beziehung. Ich widerrufe jedes Versprechen, jedes Gelübde, welches ich einstmals ausgesprochen habe, welches aber in der jetzigen Zeit mich hindert, voranzukommen, mit sofortiger Wirkung. Jetzt in diesem Moment senden dir die Seelenengel eine geballte Energie der Auflösung all der Dinge, welche jetzt in diesem Moment wichtig sind. Lasse los und lass es geschehen. Es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Und es geschieht für dich, für deine Seele, für dein neues Leben in dem neuen Zeitalter.
Und so ist es geschehen. All das durfte gehen, was dir hinderlich ist. All dies wurde aufgelöst. Die Seelenengel haben dich unterstützt und es wird so sein, wie es für dich das Allerbeste ist. Die Grenzenlosigkeit für dein neues Sein, für dein neues Bewusstsein liegt vor dir. Glaube an dich und gehe deinen Herzensweg. Rufe deine Seelenengel immer dann, wenn dir danach ist. Sie werden dich unterstützen. Und so bedanke ich mich bei den Seelenengeln voller Liebe, mit ganz großer Dankbarkeit dafür, dass dies heute geschehen durfte. Und ich bedanke mich auch bei dir, dass du heute hier bist. Und so zieht sich die Energie langsam wieder zurück. All das wurde gelöst, was heute gelöst werden durfte. Und du bist bereit, ein neues, wunderbares Leben zu beginnen. So wie es gut und richtig für dich ist. Smarana. Ich sehe ja immer mit meinem dritten Auge die Menschen, welche anwesend sind. Ich sehe die Lichtkörper, die Seelen, und wenn ich da jetzt so in die Gruppe der Menschen hineinschaue, sehe ich ein wunderschönes, helles Leuchten der Seelen. Und das bestätigt jetzt auch, dass ihr ganz viel lösen konntet, dass jeder einzelne von euch, so wie es gut und richtig ist, wirklich ganz viel lösen konnte und ihr leichter jetzt in das neue Jahr reingeht, weil ihr seid verbunden mit dem Universum, mit der Unendlichkeit, der vollkommenen Liebe. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt umarme ich euch mal ganz liebevoll. Und ein Küsschen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch so, so, so lieb. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dann. Smarana.